Natürlich glaube ich, dass wir Raum und Platz brauchen für junge Spieler, keine Frage. Und dass der Umbruch jetzt dann auch passieren muss. Auf der anderen Seite brauchen auch junge Spieler immer so eine Orientierung und halt der Mix aus Erfahrung und jugendlichem Elan, der macht es normalerweise. Jetzt kann man ja aus der Nations League absteigen und das zu verhindern, liegt im Moment gar nicht mehr in ihren eigenen Händen. Welche Folgen hätte das für den deutschen Fußball außer dem Imageverlust, sage ich mal? Ja, erstmal ja keine, weil vielleicht haben wir die Nations League alle so ein bisschen zu hoch gehängt. Man kann absteigen, klar, dann kann man nach 2020 wieder aufsteigen. Ja. Wichtig ist ja irgendwie die Qualifikation zur EM und dann vor allen Dingen auch das nächste Turnier. Da müssen wir eine schlagkräftige Mannschaft haben. Die Nations League ist ein guter Wettbewerb, aber man soll sie jetzt auch nicht überbewerten.